Bielefeld und mehr. Hallo meine lieben Freunde. Ich bin heute im Botanischen Garten am Wasserbecken und dort kann man in letzter Zeit immer ganz gut die Frösche beobachten. Und da möchte ich euch ein paar Eindrücke von zeigen. Ich war vor ein paar Tagen schon mal hier und da habe ich auch Frösche gesehen, aber da hatte ich die Videokamera nicht dabei. Und mit dem Smartphone konnte ich das dann nicht so gut filmen. Deswegen bin ich heute nochmal zurückgekommen, um diesmal die Aufnahmen zu machen. Meine Theorie zum Quaken der Frösche ist, dass die damit ihr Revier anzeigen. Denn ich habe hier schon häufiger beobachtet, dass ein Frosch dann anfängt zu quaken, wenn ein anderer Frosch ihm zu nahe kommt. Und dann will er vielleicht sagen, geh weg, das hier ist meine Ecke des Teichs. Natürlich hat das Quaken auch etwas mit der Fortpflanzung zu tun, mit der Partnersuche und so, aber dafür ist es jetzt die falsche Zeit. Das war ja schon vor ungefähr 3 Monaten. Hier vorne im Grünen sitzt auch noch ein Frosch, gut getarnt. Diese Pflanze hier heißt sogar Froschlöffel. Und ein Stückchen weiter ist ein Schild, dass man die Tiere hier in Ruhe lassen soll und nicht stören soll oder gar mitnehmen soll. Habe ich natürlich auch nicht vor. Ich bin nur hier zum Fotografieren und zum Filmen. Ja, soweit zu den Fröschen hier am Wasserbecken. Hier im Botanischen Garten kann man immer sehr schön alle möglichen Tiere beobachten. Besonders in feuchten Regennächten. Dann kommen auch die Amphibien raus. Hier gibt es ja sehr viele Frösche, Kröten, Eidechsen, Feuersalamander. Ich empfehle auch diese Feuersalamander-Führungen, die es hier jeweils im Frühling und im Herbst gibt. Das ist auch immer sehr interessant. Ich habe da selbst schon mal dran teilgenommen. Da hinten in der Ferne sieht man die Sparrenburg. Dieser Botanische Garten ist wirklich ein echter Geheimtipp. Das habe ich ja schon in diversen Videos gesagt.
Hier gibt es so viele schöne Blumen und Tiere zu entdecken. Auch das Bienenhaus ist sehr interessant. Also ich kann das nur empfehlen, hier mal spazieren zu gehen, weil es auch nicht so überlaufen ist wie die anderen Ausflugsziele, also Obersee, Sparrenburg und Tierpark. Der Botanische Garten ist wirklich zu jeder Jahreszeit sehr interessant. Ich habe ja auch eine ganze Reihe von Videos schon hier erstellt. Damit verabschiede ich mich für heute aus dem Botanischen Garten. Macht's gut und bis bald. Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos, hauptsächlich zu Arminia Bielefeld und zu den Bielefelder Sehenswürdigkeiten.